Ein herzliches Grüß Gott aus Kärnten. Heute am zweiten Tag wieder bei Traumwetter jenseits 30 Grad fahren wir natürlich in die Höhe, wo es kühler ist. Und was ist die größte Höhe hier? Ganz klar, der Großglockner. Heute steht ein Höhepunkt auf dem Programm und deshalb fassen wir jetzt mal Essen und dann freuen wir uns schon auf die jenseits 2700 Meter. Fahrt mit! Die Fahrt zum Großglockner ist natürlich ein Höhepunkt. Das ist einer der tollsten Pässe in den Alpen und der Ausblick da oben ist natürlich traumhaft, wenn, so wie heute, das Wetter mitmacht. Schaut doch mal das an, blauer Himmel, oben noch der Schnee, grüne Wiesen, grüne Bäume, naja, und natürlich auch jede Menge anderer Leute, obwohl Montag ist. Hier ist die Mautstelle. Und gleich eine Ampel. Es ist relativ teuer, aber wir haben ja Gutscheine gekriegt von unserem Hotel. Also wir fahren kostenlos. Das ist natürlich wunderbar, weil ich glaube, so um die 28 Euro kostet ein Motorrad und ich glaube 37 ein Auto. Das ist schon eine hübsche Summe, aber dafür ist der Pass auch wirklich toll in Ordnung. Habt ihr den Trottel gesehen? Guckt mal. Wenn ich da jetzt nicht mitgemacht hätte, dann hätte es knallen können. Ja, da verwechseln halt manche den Großglockner mit einer Rennstrecke. Habe ich früher auch gemacht, eine reine Rennstrecke zu fahren. Da kannst du richtig Gas geben, da kannst du dich vergleichen. Aber der Großglockner ist eine öffentliche Straße. Da gibt es andere, da gibt es Radfahrer, da gibt es Sonntagsfahrer, da gibt es überhaupt, hey, hallo, wer meint, mit dem Knie auf dem Boden Vollgas fahren zu müssen? Hey, bitte, es gibt Rennstrecken dafür. Es ist nicht der öffentliche Verkehr. Und wer hier so einen Schwachsinn macht, dem gehört eigentlich die rote Karte gezeigt. Zum Glück blieb das der einzige Idiot an diesem Tag. Aber für mich vorne heißt es, da muss man schon aufpassen, wer entgegenkommt. Also ich muss meinen Blick ganz schön nach vorne richten, weil ich schütze ja als erster quasi die Gruppe. Naja, Ärger runterschlucken und lieber den Großglockner genießen mit seinen Überraschungen wie diesem Tunnel hier. Und jetzt raus ans Tageslicht. Ist das nicht eine traumhafte Aussicht? Hier die Besonderheit, der letzte Anstieg ungefähr 100 Höhenmeter zur Edelweißhütte hoch. Und wenn man Pech hat, so wie wir, sind extrem langsame Leute vor einem. Die fahren mit dem Auto, lassen sich nicht überholen, schleichen rauf und dazwischen sind vielleicht noch Fahrradfahrer, die mitten auf der Straße fahren, damit sie ihren Mann filmen kann. Also manche Leute, da schüttelt man nur den Kopf. Schaut euch mal dieses Tempo an. Wir stehen fast an einem heißen Sommertag. Die Kühler kochen. Muss denn das sein, dass jeder sich aufführt, als wäre er allein in dieser Gegend? Das ist ein einziger Stau heute. Oben, das ist natürlich toll, die Edelweißhütte, da kann man auch übernachten. Und der Ausblick, gerade an so einem Sommertag wie heute, ist natürlich schon gigantisch. Und wie immer kehren wir natürlich auch ein. In dem Transport. Das war deine. Oft werde ich gefragt, wie sehen denn die Leute aus, die zusammenfahren hier bei Scootertouren? Hier seht ihr alle.
Tja, und dann ist das passiert. Mein Kühler kocht über. Natürlich haben wir Wasser nachgefüllt, aber dann war guter Rat teuer. Also, was macht man in dem Fall? Risiko. Auf der anderen Seite, von der Edelweißhütte nach Norden, geht es den Berg runter. Wenn man da entsprechend flott fährt, sollte genügend Kühlung da sein. Also, fahren wir erstmal runter. Und dann sieht man weiter. Ihr seht, es gibt jede Menge verschiedene Verkehrsteilnehmer hier auf dem Großglockner. Das ist keine Rennstrecke, da gibt es Radfahrer, da gibt es Transporter, da gibt es Sonntagsfahrer, da gibt es schnelle und langsame Motorrad- und Scooterfahrer. Ja, und wir haben es jetzt hier einfach mal ein bisschen laufen lassen. Aber schon mit Augenmerk. Wir wollen ja hier niemanden erschrecken oder gar gefährden. Also, mit Abstand und immer auf der sicheren Seite überholen. Die Kühlwassertemperatur sieht ebenfalls den Berg runter recht gut aus bei meinem Forza. Das ist ja schon mal was. Stückweise die Rollerfahrer überholen. Da muss man natürlich aufpassen. Das ist eine Gruppe. Ja, lieber hinten bleiben. Huch, wer steht denn da? Ja, unglaublich. Auf der rechten Seite, nach einer blinden Kurve. Eieieiei. Das kann ins Auge gehen. Ne? So, sind noch alle dran? Jo, sind alle da. Und jetzt geht's wieder den Berg hoch. Immer das Kühlwasser im Blick behalten. Was zeigt es an? Ja, schlecht, schlecht. Die Kühlwassertemperatur steigt an. Es geht in roten Bereich. Der Kühlerventilator läuft die ganze Zeit. Irgendwann geht eine zusätzliche rote Lampe an. Da muss ich anhalten. Abkühlen lassen. Wieder ein paar hundert Höhenmeter rauf, bis der ganze Kühlwasserkreislauf wieder kocht. Es ist eine mühsame Sache. Ist mir noch nicht passiert und einen Fehler von außen kann ich auch nicht erkennen. Aber immerhin, auf einmal sehen wir hier drei Herren und die kennen wir von Scootertouren. Den Ingo, den Uwe und den Peter. Ist es nicht toll? Tja, das ist zwar ein sehr schöner Moment, die waren nämlich in den Alpen unterwegs, das bringt aber leider keinen Vorteil bei der Kühlung meines Scooters. Ich kann fahren und dann wieder abkühlen und das spielt
kaum eine Rolle, ob ich bergauf oder bergrunter fahre. Ich habe gedacht, bergrunter ohne Last, viel Fahrtwind, hohe Geschwindigkeit, das kühlt den runter, funktioniert nicht. Also lasse ich persönlich die Fahrt zum Gletscher, zum Franz-Josef-Gletscher aus. Und jetzt geht es dann nur noch runter. Hier wieder durch das Mauttürchen durch. Sorry, Leute. Und ihr seht, ich sitze bei Andreas hinten drauf, weil ich kam nur noch ein paar hundert Meter weit jeweils. Das funktioniert nicht mit meinem Scooter, also Pech.